hinten euch. Hast du noch eine Waffe, Gerd? Im Rucksack, ja. Wollen wir den McCree als Geisel nehmen? Hast du auch noch eine Waffe? Ich hab auch noch eine Waffe. Mann, Herr Morsi, halten die Klappe, das soll ich normal. Herr Ugnat, können Sie mal kurz. Ich lenk den ab, du ziehst deine Waffe und haust den unter. Ich will Sie mal kurz was fragen, aber. Ich könnte den so wegnatzen, der an der Tankstelle steht jetzt, ne? Zwei Stück. Leute. Hallo? Junge, ich sag euch, wir sind alle tot. Könnt ihr jetzt zwei einfach. Wollen wir das nicht irgendwie. Wollen wir das nicht irgendwie auf sich beruhen lassen? Ich meine, das ist doch jetzt für beide Parteien kackjes gelaufen mit dem Serverlag, oder? Nein, ich hab niemanden geschossen. Für die Bullen nicht. Die haben auf der Aufnahme. Okay, vielleicht hab ich mal in die Luft geschossen. Können Sie mir erstmal Schmerzmittel geben? Ich werde hier in den Hunter gesetzt. Wird denn das jetzt, Jungs? Alter. Geil. Moritz! Wie läufst du denn da? Das Leck. Wie läufst du denn da? Ich krieg ihn! Oh. Hier gelaufen ist. Warum haben Sie mich denn? Ey, Kollege, Moment mal. Wir können das auch ganz friedlich lösen. Es muss kein Stress. Hab ich nichts gesagt. Kein Stress, wir können das ganz friedlich lösen. Lass mich einfach frei, da muss keiner zu Schaden kommen, ja? Der Junge, bratz sie alle weg! Die anderen sind alle egal, ich bin hier der Anführer von denen. Mich müssen sie freilassen. Birdie, kannst du da jetzt noch was rausholen oder was war jetzt mit dem Leck? Bei mir haben sie gesagt, das geht nicht! Liegen wir auf der Polizeiwache, ne, haben sie gesagt. Ich hab extra nicht geschossen, sag ich Ihnen. Extra nicht geschossen. Wir haben alle nicht geschossen, obwohl sie da alle auf einem Haufen. Ja, ich hab auch nicht geschossen. Ich hätte gar nichts machen können, weil alle Lichtgeschwindigkeit geflogen sind und mich dann getötet haben. Das war hier eine komplett gewaltfreie Aktion. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Was hätten wir denn da machen sollen? Wir hätten doch gar keine Chance mit diesem komischen Bruch in der Matrix, ja? Da hatten wir doch gar keine Chance. Ich meine, ich hätte ja die Möglichkeit gehabt. Ne, das ist. Ja, Moment, so können sie ja nicht argumentieren. Also, ich sagte mal so, ne? Es ist. Ja, wir standen hier in Überzahl in guten Positionen. Es ist ihr eigener Fehler, wenn sie dann ein Black Detection aus. No, das ist nicht unser eigener Fehler, sag ich Ihnen. Das ist nicht unser eigener Fehler. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal fang. Klar, Kollege, ja, du stehst auf meiner Liste. Ja, das nächste Mal fange ich auch an zu feuern. Du kriegst kein Trinkgeld mehr bei der nächsten Weihnachtsfeier, ja? Du kriegst bei der nächsten Weihnachtsfeier kein Trinkgeld. Wie heißen Sie? Können Sie mir mal erzählen? Ja, klar. Alter, sind das richtig. Sitzen Sie jetzt in irgendeinem Fahrzeug? Ja, klar. Ich stehe hier rum. Kann ich wieder aus dem Fahrzeug aussteigen? Das ist scheiße hier. Heb deine Waffe und knall die alle ab! Heb sie einfach hoch! Du kannst es tun! Ganz ehrlich, ne? Bei den Bullen ist es halt einfach so. Beidseitiges Verständnis, darauf sollte man abknallen, so, als wir die gesehen haben. Es war einfach vollkommen legitim, die direkt on-site zu erschießen. Nee, da bin ich nicht mit einverstanden. Das ist nicht in Ordnung. Gehen Sie sofort aus meinem Auto raus. Gehen Sie bitte aus meinem Auto raus. Ich möchte erst eine richterliche Anordnung. Wie du, dass das rumleckst, Fahrzeug hier beschlagnahmt ist. Sonst keiner bei uns im Auto.
abends so schon die Fahrzeuge beschlagnahmt oder stehen die noch? Die stehen noch da. Erstmal müssen Sie, zeigen Sie mir erstmal hier den richterlichen Beschluss, dass Sie befugt sind, hier in mein Auto einzusteigen, ja? Birdie, was wird denn das jetzt? Volle Konzentration. Natürlich wieder 1A. Das. Und es ist die Goldmedaille für Dr. Edwin Jenner. Ich spreche im Gruppenkanal. Erzähl mal, was jetzt abgeht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ey, ich möchte dich mal was fragen, ne? Warum haben wir nicht einfach direkt geschossen, als wir die gesehen haben? Was machst du? Seid ihr jetzt alle weg, oder? Ja, wo bist du denn? Ich bin noch hier auf Posi. Echt? Hättest du alle ja, wegrotzen können? Ja, die ganze Zeit. Ich hätte die ganze Zeit da Leute wegnatzen können. Ja, schieß die jetzt weg. Derselbe, den Hunter, schießt die Cops weg. Ja, genau. Jetzt ist es allzu spät. Alter, wieso sagst du nicht, dass du auf Posi bist? Ich hab's 10.000 Mal gesagt, dass ich schießen könnte. Aber dann hieß es nicht schießen. Wir haben noch einen auf Posi, der könnte uns jetzt noch raushauen. Der Till ist noch auf Posi. Dass du das jetzt sagst, ey. Wer die mich jetzt noch festnehmen wegen dir? Nein, ich hab das natürlich nur hier Birdie gesagt. Oh Mann, ey. Da hier die meisten gerade eh früh gemütet sind, dürften wir denn gleich eventuell noch mitkommen oder wie sieht's aus? Je nachdem, Ahnung, was jetzt gleich passiert, Ahnung, ich bin gleich erstmal auf. Was jetzt bei rauskommt, ich hab keine Ahnung. Alles klar. Ja, kein Ding. Ja, biegen Sie mal links ab, ich wollte noch was kaufen. Links, ja? Nicht rechts. Was ich bin mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt, weil erstens, wir hatten alle drei Cops Safe Call. Ja, jetzt nochmal links, ja. Links. Ja, das Problem ist, jetzt haben sie den, der da links. Links! Okay, also aber gesagt, alle gehen seines Weges. Tor da durchfahren. Ja, meine Frau nicht. Oh Gott, jetzt haben sie es gemacht. Sehen sie, weil der Typ da jetzt blutig ist, deswegen. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen? Sie sind irgendwie komisch. Was? Ja, Dreherei im Kreis. Woo. Noch eine Runde. Marco, knall ihn ab, solange du kannst. Was dich entfesselt. Du bist ein Entfesselungskünstler. Mach den Platz. Los, kommen die hinter uns. Marco, beende mein Leben, bitte. Was gibt's denn jetzt? Was ist denn jetzt die Geschichte hier? Ich will an die frische Luft, ich will in den Außenbereich. Ey, Sie da im Auto, ich will in den Außenbereich, bitte. Ich will nicht nach drinnen in die Gaskammer, bitte nach außen. Boah, ich laufe die ganze Zeit, was kann ich dagegen machen? Der hinter mir, der mich an den Schultern packt, können Sie mich bitte nach außen bringen? Ich möchte nicht nach innen, da ist eine Gaskammer drin. Da können Sie mich wenigstens nicht vergasen, da kommt Frischluft dran. Was hatte dir? Ich möchte wieder raus. Ja, aber sie können wenigstens kein Senfgas da reinleiten, dann bin ich schon zufrieden. Alter, wieso laufe ich die ganze Zeit nach links? Danke. Oh Gott. Sie kommen mal bitte hier sofort wieder rein. Ich hab doch nicht verbrochen. Ey Marco, du Idiot, ich schlag dich kaputt.
Die kommen jetzt auch da wieder. Los, rein, mach sie Platz! Ja, die werde ich jetzt aber nicht benutzen. Ey, Marco, knall dir echt ab, wenn die wiederkommen, die haben dich entfesselt. Die machen jetzt noch nicht absehen, Marco, weil das alles noch nicht geklärt ist hier. Legen sie mir ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir machen sie das mal. Ich werde jetzt hier überhaupt nichts machen, weil ich werde jetzt erstmal auf die Waffe bitte auf den Boden. Ey, Marco. Eins. Ist ja eigentlich, klar, dass du getestet worden bist? Drei. Was ist denn mit denen jetzt los? Ja, du sollst die Waffen mal auf den Boden legen, ey. Das geht doch nicht. Das ist, oh, Leute, oder setz die weg. Überfall, ich dachte, vielleicht kann ich ein bisschen unterstützen. Ja, Panzer. Aber. Oh, die weglegen, ja? Ja, leg die mal erstmal weg. Kommen sie erstmal hier rein. Ja, ich will hier raus. Meine Herren, seid oh. ein bisschen vorsichtiger, bitte. Das ist vollkommen irrelevant. Wir wurden durch ein. Vielleicht rausspringen oder sowas? Au. Das könnte man mal ausprobieren hier durch das Fenster vielleicht. Das wird nicht funktionieren. Jesse, helf mir hier rauszukommen. Du weißt doch, ich hab nichts verboten. Bitte, Hilfe. Hallo, hallo? Warum kann man den Leuten nicht abstellen? Ja, dann drücken Sie mal Ihren. Also, ich bin vollkommen. Ich hab hier eine Beinverletzung. Warum werde ich hier nicht behandelt? Ja, ich kann nicht noch warten, ich hab noch was dabei. Das ist super. Komm mal her, ich geb dir noch was. Packen Sie doch mal kurz Ihre Waffe hier in den Gestell rein. So, so. Ich bin gestorben. Alter, ich bin gerade im Knast gestorben. Wie geht das? Gleich kommt das Gas! Los, wackel an der Tür! Wackel an der Tür, gleich kommt das Gas! Oh nein, oh nein! Geh Taxi! Geh Taxi! Sipgas, oh nein, Sipgas, es kommt! Nein! Ah! Oh. Hey Kollege, wie hast du das geschafft? Guck mal, ich hab dein Fernglas. Super. Ja, gerne. Nein, das meint. Ja, Dall, ich hab starke Schmerzen. Der war 16 Jahre alt, der wurde von so einem Nazi. Wurde fast vergast. In seinem Knie Keller. Und in der Schulter. Die Bilder sind irgendwie kommen. Mal. Oh nein, oh nein. Okay. Ja, haben Sie gesehen, Herr Jesse, das ist meins, oder? Drei starke Schmerzmittel, bitte, boah, wenn Sie haben. Wer es findet, darf behalten, ne? Dankeschön. Ja, Pflaster, bitte. Ist auch kein Verband, das ja. Ja, ist jetzt so sauber hier, da mach ich lieber mal was drauf. Halt die Klappe. Ist jetzt so sauber hier, dann zündet sich das ja noch. Meint es viel besser, haha. Das ist ein Weltfahrer. Der ist ein bisschen schweigsam. Das ist illegal. Ich hab das gesehen, Herr McBee. Bloß festnehmen. Das ist illegal. Ich kann nur leider keinen. Das war ich nicht. Das sieht aber nicht so gut aus. Herr Dall, könnten Sie sich das mal hier angucken? Da muss doch das jetzt sein. Ja, Sie waren sehr unfreundlich. Ich war unfreundlich. Sie laufen hier mit illegalen Substanzen oder Zeugs rum. Also, Herr Popowächter, den Rangefinder sollten Sie vielleicht wirklich mal kurz bestrafen. Nur so Empfehlung meinerseits. Ja, lassen Sie mal den Herrn Ara raus. So, dann kann ich jetzt hier nochmal so. Raus dann. Vielen Dank. Ja, ja. Dankeschön. So. Euch? Ich hab hast du noch eine Waffe, Gerd? Im Rucksack, ja. Nicht so lange. Wollen wir den McCree als Geisel nehmen? Sie alle schneller dran. Hast du auch noch eine Waffe? Ich hab auch noch eine Waffe. Mann, Herr Morsi, halten die Klappe, das soll ich normal. Herr Ucknat, können Sie mal kurz. Ich lenke den ab, du ziehst deine Waffe und haust ihn unter. Ich möchte Sie mal kurz was fragen, aber der andere Herr darf das nicht hören. Herr McCree, wollen wir dann mal gerade bei mir schauen, was bei mir auf der Liste ist? Der Herr Popowächter, der kann hier als Wache stehen bleiben, das ist aber geheim. Keine Waffe. Also mich, so, ich habe ihn jetzt alle Kommunikationsmittel abgenommen.
Und ihre Waffe auf, sie sind gefesselt, Herr McCree. Okay, dankeschön. Bitte, so, du nimmst, bitte, du, Herr Ognat, ich muss Ihnen was ganz Dringendes sagen. Ich fand das jetzt komisch, ich fand das jetzt scheiße von Ihrem Kollegen. Ich will jetzt nur mit Ihrem Kollegen sprechen, der mich jetzt hier angeschossen hat. Das finde ich jetzt echt kacke von Ihnen. Ich möchte wirklich nur mit Ihnen reden. Darf ich jetzt mal aufstehen? Ja klar, Sie können ruhig aufstehen. Ja, aber das haben wir jetzt durchziehen in der Ecke. Das muss geheim zu spielen. Warte mal auf, wir können ja mal. Ich fand das jetzt richtig scheiße von Ihrem Kollegen, dass der mich hier einfach. Ja, aber ich hab doch gesagt, er soll das nicht machen. Hat's aber gemacht. Ja, aber deswegen müssen die mir doch nicht fesseln oder so. Ja, die Fesseln habe ich Ihnen doch schon längst wieder gelöst. Ich bin da der Kollege jetzt mal reintanzen. Ja, ich kann ja gleich mal schauen, aber. Wir wollten gucken, was sie drauf haben, ne? Richtig, richtig. Dann sagen, geben Sie mir mal kurz ein bisschen Zeit. Alles klar. Tja. Hallo, hallo. Komm, Matthias. Jo. Wer ist denn Sebastian? Kommt der raus oder kommt der nicht raus? Also ich komme definitiv wieder raus. Wenn du willst, kannst du mir deine Waffe geben. Gerd, hast du was auf dem Zettel oder? Hast du reingemacht, Marco? Ich habe bis auf diesen Waffenbesitz wahrscheinlich nichts auf dem Zettel. Ja gut, dann kommen wir alle mal wieder raus. So. Ich hab geschaut. Marco, ist da ein Magazin drin? Okay. Dann müsste ja der Totschlag drauf sein, wo ich meine Frau beschützt habe. Zweimal Totschlag. Richtig. Ja, an den. Bitte? An wem? Die hießen beide Ebert mit Krüger. Ja, genau, die Krüger-Drecksäcke. Die wollten schon wieder meine Frau vergewaltigen. So, also wie gesagt, zweimal Totschlag. Ja, ich weiß, das waren beide Krüger. Die Krüger haben versucht, wollten mich ausrauben und meine Frau. Und dann sind wir ein Stück weggefahren und dann haben wir halt die Kollegen, ich denke, den Rest können sie sich denken. So, und der Herr Geldhaie hat bestimmt nichts drauf, oder? Ich kann mir ja kurz den Ausweis zeigen, nicht dass ich mir den falschen Namen nenne. Wir können vielleicht gleich mal ihren Busch ausziehen, sonst muss ich sie noch gießen. Okay, Gerd Geldhaie. Kann ich gerade mitkommen, dann zahle ich das direkt. Ich würde gleich nochmal kurz ihre Frau hinzuholen und erklären. Ja, meine Frau sitzt, glaube ich, da hinten irgendwo. Das können Sie ruhig fahren. Wir sind ja überfallen worden und haben uns gewehrt. Ja. Geben Sie mir mal 2 Minuten. Ich gucke mal kurz, wann wir Geld teilen. Wir regeln das hier, ne? Alles klar. Mein Gott, schießt denn hier schon wieder? Na, regeln Sie mal. Wir haben auch noch was anderes zu tun, als jetzt hier zu sitzen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was die da hinten machen. Sonst müsste ich halt ihren Bruder Seth anrufen. So geht das ja nicht. Ja, hier ist ja richtig Tohuwabohu gerade. Kommen Sie mal her, hier, Kollege. Ich hab nichts gemacht, nichts mit hier drin. Das ist echt unfair. Ja, okay, hier liegt der Fernseher. Nehmen Sie das mal wieder. So, der Herr Geldhaie hat nichts auf der Liste drauf. Sag ich Ihnen ja. Ja, da können Sie den guten Mann, der wieder laufen. Der hat ja gar nichts zu tun, damit. Genau, ich war auch nur durch Zufall in der Nähe. Ich müsste Sie mal bitten, die kurz drin zu bleiben noch. Ja, ist kein Problem, ich warte. Einen Moment. Können Sie noch mal kurz herkommen, Herr Geldhaie? Können Sie noch mal kurz zu mir kommen? Ja. Machen Sie noch mal auf, bitte. Nee, warten Sie mal kurz. Ich will ihm das nur geben, damit er das mitnimmt, falls bei mir irgendwas passiert. Wenn Sie der noch mal ganz kurz die Tür... Müssen noch mal die Tür aufmachen, bitte. Einen Moment. Also ganz kurz meinen Taser ziehen zur Sicherheit. Habt ihr eure Kommunikationsmittel wieder? Ich hab meins sowieso. Weil wir könnten angefahren kommen. In dem grünen Jeep. Hast du es bekommen, Gerd? Ja, habe ich. Ja, super, falls sie mich in den Knast stecken, was... Ja, schon mal mit rauskommen. Endlich, ein einziges Mal Glück auf dieser Insel. So, Herr Geldhaie, setz dich mal bitte in die Maske ab. Seid ihr jetzt alle, oder was geht jetzt? Wie ist das? Ich hab gar keine Maske auf. Wieso was? Ja, den Gilly halt, den Busch mal einmal ausziehen, bitte. Ja, ich einen Moment. Dann, lass ich hier auch gleich gehen. Müsste man was machen? Nein.
Knall mich ab, wenn du kannst, Junge! So. Ich will hier raus! Nur rumpöbeln. Also, wie gesagt, wenn ihr eure Kommunikation ja, wieder habt, wir können euch abholen. Wie gesagt, wir haben sie gar keine Kommunikation. Weil sie scheinen jetzt sauber zu sein, oder? Wiedersehen! So, ich bin draußen, hab deine Waffe. Alles klar. Was, du bist draußen und hast deine Waffe? Ich hab meine Waffe und ich hab die Waffe von Birdie auch und ich bin draußen aus dem Knast. Wie hast du das geschafft? Du musst ja nur ein kleines Ticket bezahlen. Nee, gar nichts. Ich hatte nichts auf dem Zettel. Die mussten mich laufen lassen. Achso, ich hab ja auch nichts auf dem Zettel. Na gut, das ist ein ganz gutes Ding. Ja, Moritz, ist der eigentlich auf der Einsicht. Ich hätte mir das besser vorstellen können, wie im Knast rumzuhauen. Bist du im Knast? Einfach, ja, ich sitze hier gerade im U-Haft. Weißt du, so. Das ist doch totales Ausnutzen des verfackten Serverlags gewesen. Ja, ich weiß auch Bescheid. Ich bin da auch. Also, wenn die mich da anquatschen und mir irgendwas vorwerfen wollen, dann sage ich Serverlags, sonst wären sie hier gar nicht mehr da. Dann wären sie tot, ne? Aber. Ich meine, ich habe 3 Cops im Visier gehabt. 2 hätte ich töten können und 1 bin ich mir nicht sicher. Aber ja, ich habe den Panzer, der vor mir stand, den habe ich auch voll im Visier gehabt. Ich habe nur nicht geschossen. Ja, ich habe den Bullen sogar, als er mich festgenommen hat, habe ich die Hand gehoben und hier, gegrüßt. Ja, geil. Hoffentlich wird ihm das angegriffen. Wo bleibt er denn? Birdie. Ich stehe als Busch hinterm Busch vorm HQ.
Als Busch im Busch. Ja, ja. Unauffällig wie immer. Das ist mein Rasen, siehst du es nicht? Das so. Ist mein Rasen. Rasen, der laufen. Wollen wir das eben austauschen? Ja. Hey. Was? Jetzt zieht er wahrscheinlich eine Knarre. Bitteschön. Oh mein Gott, der hat ja irgendwas auf den Boden gelegt. Oh mein Gott. Wer ist für eine Dachsbehalten? Oh mein Gott, meine der hat aufgehoben. Oh mein Gott. Tasche geklaut. Nee, okay. Teleportiert. Ja, was ist denn jetzt mit meinem Fahrzeug? Haben die das jetzt hier mit abgeschleppt oder was? Ich geh mal das frag mal. Ich bin doch kein Polizist, ich weiß es doch nicht. Mein Fahrzeug. Lustigerweise könnte ich gerade jetzt mal Polizeifahrzeug auspacken. Mein Fahrzeug ist auch noch irgendwo. Da gerade? Nein. Will die Tür aufmachen? Wo? Ja, beim Gefängnis. Ich glaube nicht. Ihr könnt es wenigstens versuchen. Wenn Dietrich geben, vielleicht kann man den Scheiß ablegen. Ach komm mal mit TS, was ist das? Man kann Dietrich hier kaufen, aber ich komme trotzdem mal. Also es sieht aus, als ob sie alle Fahrzeuge beschlagnahmt hätten, dann gehe ich mal gerade zur Verwahrstelle. Ja, das ist doch mein Auto. Junge, Junge, Junge. So, Hilfe, so, die hat mich schon gefahren. So, wo ist jetzt meine, Kacke? Hilfe, ich stehe doch noch hier! Ach du Raudi, ey. Das hier ist mein Auto. Das hier ist mein Auto. Okay, dann. Den kann ich auf und zuschließen. Junge, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Die hätten mich da drin vergessen, hätte ich nicht. Wo mein Auto ist. Wollen Sie mitkommen? Die hätten mich da drin vergessen, Alter. Der guckt so zu mir gegangen. Ey, da ist noch einer drin. Und ich so, ja, ich warte hier seit 10 Minuten. Und dann sagt er so, jo, das ist der wenigsten gemacht hat. Und dann sag ich so, ja, eben. Ich hab wenigsten. Obwohl ich auf zwei Polizisten geschossen habe, aber ey, lass mal das mal so stehen. Okay, hier vorne kommt man nicht rein. Ey, irgend so ein Pisser. Was? Musstest du jetzt strafen? Gar nichts. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin, Jungs? Mal eben gucken, ob die sind alle Autos beschlagnahmt worden. Schon lang ey, warte, ich weiß nicht, wir fahren mal gerade zur Polizei vorbeistellen. Moritz, ich möchte meine Waffe ersetzt bekommen. Ey, Moment, könnt ihr mich nicht einfach im Gefängnis erschießen? Geht das nicht? Nein, du hast Gottmord im Gefängnis. Weil wenn das da jetzt steht, lass ich mal bei der Garage raus und dann block ich aus, weil es ist vorbei jetzt. Oh! Ey, das ist echt voll links, du Spaß! Was ist los? Wie viel Geld bist du getastet, Moritz? Ja, zwei Stunden halt. Ich hab jetzt seit 5 oder 6 Tagen. Aber das kann ja nicht sein. Ich hab die ganze Zeit nur Scheiße gemacht. Klar, dass ich jetzt 2 Stunden lebe. Wie viel hattest du denn drauf? 20 km/h. Ich hatte 6 Morde. Hast du schlecht geschnitten? 10-mal Überfall oder 11-mal, nee, 11-mal Überfall. Hast du eine Kaution oder sowas? Ja, ich hab eine Kaution, 1,5 Millionen. Alter. Alles klar, nicht schlecht. Aber Kaution möglich, nein. Warum pratzt du denn auch nie? Das geht ja erst nach der Hälfte der Zeit. Hm. Ja, hast du schon viele Fahrzeuge, die beschlagnahmt wurden? Nee, das sind aber nicht mal meine. Das ist MSE3 Marke. Könnt ihr nicht einfach zu mir reinreichen? Hemmetreibstoff. Das wäre doch so logisch, wenn man sich hier rausknacken könnte. Wäre es. Ja. Aber. Es ist echt ohne Scheiß, ne? Das ist halt echt total. Immer den Merit raus. Grenzbehindert, dass du halt wirklich nicht aus dem Gefängnis rauskommen obwohl, kannst. Nee, das sind nicht unsere Fahrzeuge, oder? Das ist halt irgendwie echt doof. Das ist doch nicht hallo, Herr. Hey. Ich hab da Baulast, oder? Das ist meine warte mal, Felix. Warum können wir denn alle Fahrzeuge da rausholen aus der Polizei verwahrstellen? MSE, Tempest, Tanken, Hemme, Treibstoff. Ein Truckboxer, ein Quadbike. Immer den MS-Ding raus, oder wie der heißt. Bist du bescheuert, das ist eine Kriegswaffe. Ja und? Einsteigen, wegfahren. Ah. Warum jetzt? Weiß nicht, was ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, nimm da Brawler raus oder steig bei mir ein. Ja, ist das meine? Machen wir noch was jetzt oder nicht?
ich bin auf, ich wünsche euch viel Spaß. Alles klar. Also, haut rein, ciao. Ciao, ciao.